So schaut's in Rumänien aus. Das hier ist, wenn ich das richtig sehe, die Transalpina. Das ist eine der höchsten Straßen, wenn nicht gar die höchste in Rumänien. Das geht so auf 2,1, 2,2, also 2200 Meter über dem Meeresspiegel. Und damit hält es mit den schönen Alpenpässen locker mit. Aussichten links und rechts hervorragend und der Asphalt ist hier auch gepflegter. Wenn ihr hier komische Linien von mir seht, naja, wundert euch nicht. Die gute alte Transalp hat nämlich ungefähr nach 500 Kilometer angefangen, hat sich komisch angefühlt und ich dachte, das sind die Reifen, neu montierte Heidenau Ranger, vielleicht bin ich die nicht gewohnt. Es hat sich herausgestellt, haben wir erst nach 4 Tagen beim Wackeln an der Gabel gemerkt, nein, das sind nicht die Reifen, es ist das Lenkkopflager. Das war tatsächlich tagelang nicht zu spüren, aber beim Fahren hat man schon gemerkt, das fuhr nicht wie vorher. Nur war halt ein Reifenwechsel auch dazwischen. Aber es fährt sich anders, von daher hat es diesen Einrastpunkt und der wurde über die Tausende von Kilometern immer stärker und du musst das Ding erstmal irgendwie in Schräglage kriegen über diesen Einlenkpunkt, diesen Rastpunkt hinweg. Das ist da natürlich immer zu viel und du bist ständig am Nachkorrigieren der Linie, also man fährt ein bisschen besoffen durch die Gegend.